So, kleine dumme Menschheit, der große, kluge Dingsbums spricht. Ja, der Weltführer hat gerade ein bisschen Identitätskrise, aber das ist, da komme ich noch anderweitig drauf zu sprechen. Jetzt zuerst was Aktuelles. Und zwar aktuell diese Schlagzeile: Verbrecher erklären bares Ferraris Star für tot. So, und das erinnert mich daran, dass ich hier, da sieht man, das ist alles ein bisschen viel gemoppelt hier drin, aber im Hintergrund sieht man ein Video vom Freitag, 4. Oktober, da habe ich mich damit befasst, dass es hier so eine Website gibt, die, nicht Website, Kanal, die nur von Falschmeldungen lebt, wo alles gelogen ist. Hier zum Beispiel Mick Schumacher ertrank. Die lügen nur praktisch. Das ist komplette Falschmeldung. Alles und jede Menge so Sachen eben, dass sie die Leute für tot erklären. Ja, und dann habe ich das Video gemacht am Freitag, 4. Oktober. Dann habe ich das gemeldet. Hier, beziehungsweise ich habe schon am 3. Oktober gemeldet. Und dann bekomme ich auch von YouTube eine Antwort. Hallo Logik TV, danke für das Melden dieses Kanals am 3. Oktober. Wir werden einen sorgfältigen Blick auf den Inhalt werfen. Und wenn das praktisch die Beschwerde begründet ist, dann werden sie es löschen, den Kanal oder den Inhalt. Ja, und das haben sie aber nicht gemacht. Ja, und ich werbe vor YouTube völlig desorientiert zu sein. Die Moderation ist völlig desorientiert. Die haben, das ist wirklich eine Katastrophe. Die haben, das sind Leute, die sind unfähig. Die können nicht einen Beruf ausüben, wo sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Unreife Menschen. Und diese Firma ist wirklich eine Katastrophe. Und diese Gesellschaft insgesamt ist sowas von desorientiert. Und ja, also ganz schlimm. Orientierungslos. Und jetzt gehe auf das nochmal näher ein. Das ist eine aktuelle Bildschlagzeile. Die Verbrecher erklären bares Ferraris Star für tot. Klickt man es an, das ist zwar ein Bezahlartikel, aber ein bisschen was sieht man. Also. Aha, okay. Ja, das ist ja genau, das ist ja Fake News. Da geht es ja um diese YouTube-Kanäle. Als die Todesnachrichten die Videoplattform YouTube fluteten, musste er Freunden und Familie erklären, stimmt nicht, alles Fake News. Dutzende Male tauchte die Nachricht vom Ableben des prominenten Kunsthändlers Fabian Karl im Internet auf. Dabei ist dem Star aus Bares Ferraris nichts zugelassen. Lesen Sie mit Bild Plus, was hinter den bösen Falschmeldungen steckt, was der TV-Star selber sagt und wer mit den üblen Gerüchten potenziell viel Geld macht. Ja, versteht ihr? Bei mir haben sie so oft schon Bullshit Scheiße moderiert, Sachen gesperrt, wo es nichts zu sperren gab, weil sie desorientiert sind. Diese Moderation ist eine Katastrophe. Das sind Menschen, die, wie soll man sagen, wenn man sagt, die nichts im Hirn haben, die menschlich klein sind, die irgendwie keine Orientierung haben, die wissen, die sich nicht, die Sachverhalte nicht beurteilen können. Die haben vielleicht
Die müssen nicht einen schlechten IQ haben. Die können vielleicht irgendwelche, was weiß ich, Würfel schnell drehen oder so und irgendwelche Aufgaben lösen oder irgendwas. Aber sie sind als Menschen orientierungslos. Sie wissen nicht, was ist richtig, was ist falsch. Sie sind, ja, das ist eine besondere Art von Dummheit. Eine Orientierungslosigkeit. Ich komme noch auf andere Beispiele zu sprechen. Wie kann man so einen Scheiß, wenn er gemeldet wird? Was muss man wie orientierungslos muss man sein, dass wenn sowas gemeldet wird, dass das dann praktisch nicht sofort entfernt wird? Das ist einfach Orientierungslosigkeit. Völlige Orientierungslosigkeit. Da geht's doch nicht. Versteht ihr, bei mir haben sie lächerliche Scheiße schon, also wirklich lächerliche Scheiße schon gelöscht. Wo ebenso himmelschreiend dumm war. Dumm. Also diese Moderation, da gibt's einfach Leute, die sind. Wie kann man so im Hirn degenerieren, wie die YouTube-Moderatoren, die kein Beurteilungsvermögen haben? Das ist kriminell. Dieser Kanal, da sagen sie, wir schauen uns das an und wir entfernen den Kanal, wenn er unsere Community-Guidelines verletzt und so weiter, ja. Und jetzt klicke ich da drauf, so, dass man diesen Kanal sieht. Und der ist eben immer noch aktiv. Die YouTube neueste Nachrichten. Es ist alles gelogen. Schock, die Beerdigung von Robert Geis. Jetzt hängen sie sich gerade auf den Robert Geis. Meistens geht's gegen Schumacher praktisch. Meistens erzählen da eine. Ja, auch der Martin Rütter sei gestorben. Laura Maria Rüpper nannte Pietro einen Bastard. Pietro ist sei gestorben. Es sind alles Falschmeldungen. Carmen Geis gestorben. Michael Schumacher wiegt nur noch 30 Kilo. Martin Rütter gestorben. Florian Silbereisen. Und so weiter. Horst Lichter. Alle. Ja, Florian Silbereisen sei tot. Das Ding ist nur kriminell. Der Kanal ist nur kriminell. Es sind nur Falschmeldungen. Es ist nicht grenzwertig. Bernhard Höcker verstorben. Es sind nur Lügen. Es ist nur gelogen und es ist kriminell. Und sowas nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Ja, YouTube ist wirklich verflucht mit geistig unfähigen Moderatoren. Total unfähig. Und das ist ein Beispiel, aber jetzt, wenn wir schon dabei sind, werde ich noch andere Sachen anfügen. Und zwar, da gibt's, ne, das ist nicht, das ist okay. Moment, das ist okay. Das ist ein anderes Thema, auf das gehe ich noch ein mit dem. Jetzt muss ich kurz schauen. Moment. Also hier zum Beispiel. Ja, also auch solche Sachen habe ich schon gemeldet. Wie das da, Hanna, Tiermissbrauch. Was wird da hier dargestellt? Hier wird dargestellt, dass der den Esel fickt, sage ich mal. So. Das ist schon mal
Er dringt jetzt nicht in den Esel direkt ein, aber er demonstriert das Ficken von einem Esel und er macht es auch in einer Weise, dass er Hand anlegt an den Esel. Sage ich mal, er zieht ihn am Schwanz für dieses Treiben und ja, und das ist der zugehörige Kanal, da sieht man, alles dreht sich drum ums Eselficken. Hier, jedes dieser Video, man sieht die Posen, alles in jedem Video, das ist eine Vergewaltigung. Das ist eine nachgestellte Vergewaltigung hier. Gemeinschaftliche Vergewaltigung wird nachgestellt, ja. Und das ist eben, wenn die jetzt, sage ich mal, wenn die das jetzt auch nicht nackt machen, ist es trotzdem, das ist trotzdem, sage ich mal, wenn man so einen Kanal meldet und sowas habe ich schon gemeldet, dann ist es offensichtlich, muss man das erklären, wie kann man so dumm sein? Wie YouTube ist wirklich die Moderation von YouTube ist absolut der letzte Dreck. Oder dieser Kanal hier. Da geht's hier um den in jedem dieser Video ist der Affe mit seinem Geschlechtsteil, Hanna, mit seinem erregierten Geschlechtsteil. Hier muss man wirklich davon ausgehen, die geben dem Affen Viagra. Ja, das ist Tierquälerei. Versteht ihr, der gesunde Menschenverstand sagt einem, das ist nicht normal. Dieser Affe wird hier missbraucht. Die geben einen kleinen Affen Viagra, dann hat er die ganze Zeit ein Dings, einen steifen Schwanz und dann Moment. Das ist jetzt was. Ach, scheiß zurück. Moment, nochmal. Und dann tun sie so und sagen, ja, das ist die Natur oder das ist gelogen, das ist eine orientierungslose Moderation, versteht ihr? Und an anderer Stelle, wenn man sich jetzt irgendwelche Idioten manchmal anhört, wenn sie irgendeinen Text sprechen und dann sage ich mal, da gibt's irgendwie zum Beispiel immer Kriminalfall passiert eine Vergewaltigung oder so, dann trauen sie sich, dieses so ein Wort nicht aussprechen. Aber wenn das die sachliche Bezeichnung von etwas ist, versteht ihr? Es werden Worte zensiert bei YouTube oder gemeint, man muss sie zitieren, sodass auch bei diesem Insolito, da entstehen grauenhaft verhunzte Texte, weil er sich, es sind doch keine erotischen oder gewaltverherrlichen Texte, sondern es sind doch, wenn man über einen Kriminalfall berichtet, dann muss man doch manche Worte ganz normal zur Beschreibung eines Sachverhalts verwenden. Und plötzlich bei YouTube gibt's so ein Sprachverhunzt, so ein geisteskrankes Vermeiden von irgendwelchen Wörtern. Das ist geisteskrank. Eure Gesellschaft ist orientierungslos bis hin zur Geisteskrankheit. Ja. Und eure Leute, Vorbilder, von denen ihr euch Orientierung holt, versteht ihr? Wie diesem Insolito. Ihr folgt dem Irrsinn, dem Schwachsinn. Ihr seid desorientiert und eure Eliten sind auch desorientiert. Ihr schaukelt euch gegenseitig auf in der Dummheit, im Irrsinn. Ihr seid als Gesellschaft ein dummer Abschaum und eure Eliten sind das Gleiche. Ja, grauenhaft.
Das ist so, doch sofort erkennbar. Hier, das sind nicht normale Zustände, sondern hier geht's nur drum. Und warum ist dem seine Vorhaut so rot? Das ist ja, das entsteht ja auch nur, wenn man dem armen Tier dauernd am Schwanz rummanipuliert. Ja, das ist doch einfach, das ist kriminell. Ihr seid ein krimineller, geisteskranker Sauhaufen als Gesellschaft, ja. Und YouTube ist euer Spiegelbild. Wahnsinn, Wahnsinn. Dekadent bis dort hinaus. Ja, also, und wie gesagt, ich habe das gemeldet und wo ist es? Ist es noch da? Ist es da drunter? Ja, da. Ich habe es gemeldet. Und dieser Track ist nachweislich weiter online. Ja. Und das Gleiche wird in der also da, man meldet es. Es wird nicht gelöscht. Aber das Tracksmedium, Bild. Obwohl es ein Drecksmedium ist, haben sie aber noch so viel Verstand, sage ich mal, dass sie sowas als kriminell bezeichnen. Verbrecher erklären Bares für Rares, Star für tot. Ja, das sind Verbrecher, aber bei YouTube können Verbrecher machen, was sie wollen. Aber was sie dann zensieren, ist Schwachsinn. YouTube ist ein Irrenhaus, ein dekadentes, perverses Irrenhaus. Die Moderation bei YouTube ist eine Moderation aus der Hölle der Dummheit. Aus der Hölle der Dummheit, der Dekadenz. Es sind keine normalen, ja, zum Teil wird es natürlich auch noch künstliche Intelligenz sein, aber wer entscheidet denn, was mit künstlicher Intelligenz gemacht wird? Das heißt ja nur, dass auch auf oberster Ebene von YouTube die Leute völlig dekadent sind. Und gut, das zu gesperrt, das ist jetzt wegen Urheberrechtsverletzung. Das ist im Laufen. Das ist was anderes. Aber ich habe irgendwo noch eine. Ich habe doch. Das ist okay. Das ist ein Automatismus. Praktisch der Vorgang mit dem Urheberrecht, das beanstande nicht. Aber ich habe doch auch noch mal eine andere Verwarnung. Jetzt sehe ich die nicht. Da ging es darum, dass ich ein Video gemacht habe, wo ich gesagt habe, mit der Aussage, der Kaiser ist nackt, sozusagen. Im Fall Rebecca Reusch habe ich gesagt, habe ein Video gemacht,
Nacktaufnahmen im Palast aufgetaucht. Das schließt, das tut sich praktisch anlehnen an der Kaiser ist nackt. Und so habe ich es auch praktisch ja, das war der Inhalt. Das war der Inhalt des Dings, dieses Videos, dass ich gesagt habe, die Polizei verhält sich so dumm wie in der Geschichte vom nackten Kaiser. Ja. Und dann habe ich dieses Bild so verwendet. Und dann ist mir das wegen Nacktheit oder irgend so einem Blödsinn. Auf jeden Fall wegen so einer harmlosen und auch noch intellektuell anspruchsvollen, geistreichen, ja, geistreich nennt man das, wegen so einem geistreichen Vergleich, das ist mir vorgeworfen worden. Deshalb ist mein Video gelöscht worden. Das sind Leute, die haben wirklich nichts im Hirn. Oder die YouTube-Moderation ist wirklich eine Katastrophe aus der Hölle des Schwachsinns. Ja. Und dauernd wird man, wenn ich irgendwas über diese Krankheit sage, was heißt Pandemie und was heißt Impfung und so weiter, versteht ihr, jetzt habe ich in diesem Video das Wort Impfung verwendet. Da leuchtet bei YouTube schon 10 Lichtlein auf. Und die sind so, du darfst nichts sagen, so falsch, was die machen, so falsch. Das wird YouTube die Existenz kosten. Das wird YouTube muss enteignet werden. Ja, das ist mittlerweile Infrastruktur. Und das ist das, die müssen enteignet werden. Die müssen, die haben es übertrieben. Die haben so viel Verbrechen begangen. Die haben so große Schuld auf sich geladen im Zusammenhang mit dem, was da die letzten Jahre war. Also neben dieser schwachsinnigen Moderation, YouTube muss enteignet werden. Wirklich wahr. Das muss nochmal gesagt sein. Ja, soweit dazu.